Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat vor der Saat zu spritzen, statt zu pflügen, ist gängige Praxis. Die Direktsaat gilt als unbedenklich und bodenschonend. Doch hat der regelmäßige Einsatz nicht vielleicht doch Auswirkungen auf die nachfolgenden Kulturpflanzen? An der Universität Hohenheim gehen dieser Frage Pflanzenphysiologen wie Günther Neumann nach. Auch von Landwirten aus Baden-Württemberg gab es Hinweise, die die Forscher alarmierten. Kranke Getreidepflanzen und lückige Bestände. Hat das mit dem regelmäßigen Abspritzen der Felder zu tun? Die Pflanzenphysiologen haben dort geforscht, wo bisher noch niemand genau nachgeschaut hat, im Wurzelsystem der Pflanzen. Glyphosat wird aber doch auf die Blätter gesprüht. Der Teil, der in die Pflanze aufgenommen wird, der wird sehr schnell in die jungen wachsenden Gewebe transportiert, sowohl im Spross, das sind also eben die jungen Blätter, die Knospen, oder auch in den Wurzeln, in die Wurzelspitzen, und reichert sich da in sehr hohen Konzentrationen an. Es wird bei den meisten Pflanzenarten nicht weiter abgebaut. Konzentriert sich das Spritzmittel in den Wurzeln der sterbenden Unkrautpflanze, werden sie zu einem heimlichen Giftreservoir. Wenn einige Tage nach der Glyphosatanwendung Getreide gesät wird, können die Giftwurzeln den jungen Keimling schädigen, sobald sich die Wurzeln beider Pflanzen nahe kommen. Wir haben dann versucht nachzuschauen, wann dieser Kontakt zustande kommen kann. Und da hat sich eben herausgestellt, dass Pflanzenwurzeln genauso bequem wie Menschen gerne den Weg des geringsten Widerstandes suchen und sich die Wurzelkanäle, die die Unkrautpflanze vorher schon geschaffen hat, zunutze macht und dort hineinwächst. Und das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kontakt zustande kommen kann und dass eben ein Übertrag auf die Wurzel der Kulturpflanze stattfinden kann und eben eine Wurzelschädigung eintreten kann. Um die feinen Wurzeln des Keimlings zu schädigen, reichen schon geringste Mengen an Glyphosat aus. Hier gibt es eben jetzt deutliche Hinweise, dass also zunächst auf jeden Fall, besonders wenn sehr schnell nach der Applikation des Unkrautvernichtungsmittels ausgesät wird, dass dann ein Übertrag aus den Wurzeln der Unkrautpflanzen auf die Kulturpflanze stattfinden kann und dass die eben dann geschädigt werden kann, wenngleich sie eben auch nicht abstirbt. Wenn aber Stressfaktoren dazukommen oder eben diese geschwächten Pflanzen dann von Krankheitserregern befallen werden, dann kann das hin bis zum Totalausfall führen. Als Glyphosat zugelassen wurde, war von all dem noch nichts bekannt. Jetzt aber ist offensichtlich, dort, wo über viele Jahre regelmäßig gespritzt wird, gibt es negative Langzeitwirkungen im Boden. Günther Neumann hat entdeckt, dass die jungen Getreidepflanzen weniger Feinwurzeln bilden. Auffällig ist eben hier, dass auf diesen Böden, die schon lange in Bewirtschaftung sind, nicht nur der Winterweizen reagiert, sondern auch eine x-beliebige andere Pflanzenart wie Soja, was dann schon auf einen sehr gravierenden Effekt hinweist. Glyphosat schädigt auch das Bodenleben. Davon betroffen sind aber gerade die Kleinstlebewesen, die den Wirkstoff abbauen könnten. Dort, wo es immer wieder gespritzt wird, reichert sich das Pflanzengift also erst einmal an. Die Folge? Die Rückstände verursachen eine Art chronische Vergiftung der Kulturpflanze. Wie aber reagieren Pflanzen, denen Glyphosat gar nichts anhaben dürfte, zum Beispiel gentechnisch veränderte Sojabohnen? In Nord- und Südamerika werden sie großflächig angebaut und immer öfter gespritzt. Längst haben sich die Ackerunkräuter auf die Glyphosatdusche eingestellt. Das enorme Resistenzproblem fordert immer höhere Mengen an Wirkstoff. Auch hier sind negative Auswirkungen bekannt. Es muss immer mehr Dünger eingesetzt werden. Denn Glyphosat sorgt dafür, dass die Pflanze lebenswichtige Spurennährstoffe, wie zum Beispiel Mangan, schlechter aufnehmen kann. Es gibt auch bei gentechnisch veränderten glyphosatresistenten Pflanzen keine hundertprozentige Resistenz. Also bei Soja heißt es, es ist etwa 50 Mal resistenter als eine nicht resistente Pflanze. Und das reicht also in dem Anwendungsbereich, wo es dann im Feld verwendet wird, auch aus, um sie ausreichend zu schützen. Aber es gibt auch Hinweise in der Literatur, dass sie auch gewisse Einschränkungen im Wachstum zeigen, dass es das Yellow-Flash-Syndrom zum Beispiel, dass Blätter chlorotisch werden. Auf Glyphosat wollen viele Landwirte nicht verzichten.
Doch Roundup und Co. sollten nicht ihre Kulturpflanzen schädigen.